Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück, ja, zu einer neuen Folge von Let's Play Notruf 1122, die Feuerwehrsimulation. Ja, wir sind heute wieder hier in Mülheim unterwegs, wieder bei der wunderschönen Berufsfeuerwehr. Und ja, ich würde schon sagen, wir werden nicht als Einsatzleiter spielen, wäre ein bisschen langweilig, sondern wir nehmen diesmal zwar hier einer von den beiden Trupps, aber wir werden erstmal den Maschinisten nehmen. Ah, oder? Nee, komm, wir nehmen gleich den hier. Nehmen gleich den Angriffstrupp 2. Ich gehe mal davon aus, dass die 2 ist. Guten Morgen. Zuerst möchte ich die Neuen begrüßen. Passt auf euch auf und haltet euch an die alten Hasen. Bitte geht keine unnötigen Risiken ein. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit auf einer der schönsten und modernsten Wachen Deutschlands. Und denkt daran, eure Einsatzberichte zu schreiben. Ich will das hier nicht jeden Morgen wiederholen. Wenn alle Fahrzeugschlüssel übergeben wurden, könnt ihr jetzt die Kutschen überprüfen. Das finde ich mega cool, das Überprüfen. Das kann man aber allerdings auch nicht steuern. Man kann jetzt nicht sagen, okay, das bleibt jetzt so, wie es ist und fertig. Ne? Sondern diese Überprüfungen müssen wirklich stattfinden. Aber ich finde das insgesamt halt mega, mega, mega cool. Und ja, ich habe gerade eine kurze private Session gehabt und habe auch schon die ein oder andere Frage, beziehungsweise eine Frage insgesamt, oder zwei Fragen insgesamt, aber eine davon spielrelevant, bekommen. Und ja, da ging es darum, wie ich das Spiel finde. Und zu dem Zeitpunkt hier, muss ich sagen, finde ich das Spiel echt wunderschön. Und ja, ich finde es gar nicht allzu schlecht. Diese Steuerung an sich finde ich mega cool. Hier, wie die jetzt gerade hier auffahren und alles mögliche. Wir beobachten das Ganze einfach mal. Und ja, also, ja, es gibt aber auch noch einige Dinge zu sagen, die nicht so schön sind. Im Prinzip, was das gesamte Spiel oder was das gesamte Spielprinzip ziemlich beeinträchtigt. Das sind unter anderem, ja, guckt euch mal das schöne Stück an. Das sind unter anderem die Dinge, ja, manchmal kann man sich nicht hinsetzen. Das heißt, man macht hier alles mit und es macht alles wunderschön und so weiter und so. Okay, den Schönheitspass geben wir damit nicht. Ein bisschen schmutzig, okay. Sehr cool. Es gibt hier und da noch ein paar Probleme, aber es ist jetzt auch nicht so weltbewegend, muss ich tatsächlich sagen. Ich hatte bisher den Haupteinsatz, den Einleitungseinsatz, den ihr gesehen habt. Wow, die machen wirklich das Blaulicht an. Wusste ich gar nicht. Wie gesagt, genau, hatte den Einführungseinsatz. Der lief super. Wenn man weiß, wie es funktioniert, ist das halt eben auch das Einfachste der Welt, dieses Spiel. Also ich finde den taktischen Modus echt, echt gut. Ich hatte einen Verkehrsunfall, den kleinen, in VU1, glaube ich, war es. Mit einem, da ist ein Auto in eine Tankstelle reingefahren und ja, der Einsatz lief super, bis auf, dass ich ihn allgemein versaut habe, weil ich, ja, ich habe quasi das Ölbindemittel ausstreuen lassen und ja, das war's, mehr habe ich nicht machen lassen. Also, die haben es nicht weggemacht und dementsprechend war es alles so ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend habe ich letztendlich den Einsatz so versaut, dass, ja, dass es halt nicht funktioniert hat. Kann aber auch hier ein Bug gewesen sein. Ja, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ja, es ist ganz schwierig. Also, wenn man mich fragt, okay, was halte ich von dem Spiel, muss ich halt sagen, die Performance ist halt jetzt nicht die beste. Ja, ich meine, ich habe hier gerade 37 FPS. 44, 39 halt, je weniger, je mehr zu sehen ist. Kann man besser machen?
geht viel, viel besser. Aber es ist in Ordnung. Man kann es spielen. Was mache ich? Was soll ich denn jetzt hier machen? Jetzt, warum muss ich denn jetzt hier was machen? Also ja, man kann es auf jeden Fall spielen und ich muss sagen, hoppala, wenn diese Lags zwischendurch nicht wären, muss ich sagen, ich habe auf jeden Fall meinen Spaß. Also, ja, ich habe wie gesagt den VU bisher bloß gesehen. Den habe ich ein bisschen falsch wahrscheinlich fertig gemacht. Aber ja, das passiert natürlich auch ganz schnell. Ja, schon war es das, ne? Schön. Ja. So, der steigt jetzt hoch. Das finde ich richtig schön, dass die hier wirklich dann den Kran komplett anheben. Das dauert anscheinend am längsten. Aber passiert. Aber ja, wie gesagt, insgesamt muss ich halt wirklich. Was machen die denn da? Insgesamt muss ich sagen, macht das Spiel Spaß. Also. Ganz, ganz schwierig zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit einem Feuereinsatz ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn es jetzt Containerbrand ist. Ich hatte bisher nicht das Problem. Okay. Ich hatte bisher nicht das Problem, dass der Einsatz nicht gemacht werden konnte, weil das Personal nicht gekommen ist. Nee, ganz im Gegenteil, ich hatte es alles genauso und es war, ich kann schon fast sagen, es war perfekt. Das Einzige, was mich sehr stört, ist tatsächlich das Fahren. Das kann ich absolut nicht ab. Das kann ich nicht ab. Das ist einer der schlechtesten Fahrzeugfahrsteuerungen der Welt, würde ich schon fast behaupten. Aber insgesamt muss ich halt sagen, ist das ein richtig cooles Spiel? Also mit den Einsätzen. Ich habe jetzt, wie gesagt, bisher bloß einen einzigen Einsatz gehabt. Beziehungsweise zwei, wenn man das ganz genau nimmt. Halt den Probeeinsatz, das Tutorial und halt eben den Verkehrsunfall. Und es hat alles funktioniert, so wie es sein sollte. Die sind abgerückt, die sind angerückt, die haben das gemacht, was ich denen quasi gesagt habe. Ich konnte das alles selber mitsteuern und das hat mir Spaß gemacht. Das hat mir wirklich verdammt viel Spaß gemacht. So, ich habe jetzt bisher auch nicht die Probleme, so von wegen, ja, Einsätze zu bekommen. Das geht eigentlich. Ich weiß jetzt natürlich nicht, jetzt bin ich ja mal außen rum gelaufen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sich das Ganze verhält, wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, einen Einsatz zu triggern. Es kann sein, dass es nicht funktioniert. Dann muss man das Spiel halt eben neu starten. Dann muss man halt einfach ein neues Spiel starten, was halt ja echt ein bisschen bescheiden ist, um ehrlich zu sein. Aber es ist halt machbar und man kann es halt eben spielen. Aber es ist halt trotz dessen dann ein bisschen, ich sage jetzt mal ein bisschen blöd. Aber wie gesagt, es funktioniert und wenn es funktioniert, macht es halt eben auch Spaß. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt mal warten sollte, bis die Feuerwehr, bis die Drehleiter drin ist. Das machen wir mal nicht. Und wir setzen uns hin und es funktioniert nicht. Genau das meine ich. Es kann sein, weil gerade die Drehleiter noch draußen steht, dass es deswegen nicht funktioniert. Deswegen würde ich sagen, warten wir mal ab. Kann aber auch sein, dass ich das danach direkt neu starten muss. Dann ist halt gerade der Trigger nicht vorhanden, sage ich jetzt einfach mal. Das ist dann halt echt schade, weil dann kann ich halt eben auch nichts machen. So, und ich weiß halt nicht, okay, habe ich jetzt die. Nee, habe ich nicht. Die bewegen sich noch, die KI. Habe ich das jetzt kaputt gemacht oder nicht? Naja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ihr seht das hier schön. Es funktioniert alles soweit eigentlich schon, wie es soll. Das ganze Spiel ist bis hierhin nicht perfekt. Das kann man leider so oder das muss man leider so sagen, wie es ist. Aber ja, deswegen schauen wir uns das heute nochmal an. Und ja, es ist immer noch der 18.03.2021. Mittlerweile haben wir es 21:07 Uhr. Genau. Also ja, ich denke mal,
Wir schauen da mal nach. Wir gucken und hoffen, dass alles ganz schnell funktioniert. Wohin rennt der denn? Tschüss. Ja, würde dann sagen, wir sehen uns sofort wieder. In der Hoffnung, dass, wie gesagt, ein Einsatz getriggert werden kann von mir, dass es alles funktioniert. Ich hoffe es, ich drücke mir die Daumen und ja, dann bis gleich. So, Freunde, da sind wir schon wieder. Das war tatsächlich der Triggerpunkt, dass ich das nicht überspringen konnte. Au, wegen der Feuerwehr. Achtung, Brandschutz, Containerbrand. Einsatz für TLF-1. So, ich lasse mich heute mal fahren, hab ich mich so entschieden. Oh, das war aber auch ziemlich laut. Holy moly. So. Und dann drück mal C, weil dann ist meine Performance besser. Das ist ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Aber ja. So. Oh, und das meine ich, das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Das sieht ganz cool aus. Das Einzigste, wovor ich immer Angst habe, ist die Sirene. Die wird bei mir, nicht nur bei mir, die wird doppelt abgespielt. Und das ist grauenhaft. Das ist wirklich, 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 wirklich grauenhaft. Ich hoffe, dass das gefixt wird. Relativ schnell. Das ist, ich komme, also das ist grauenhaft. Kann man einfach nur so sagen, wie es ist und ist schade drum. Im ersten Teil haben sie die Sirene super gemacht. Das wird jetzt aber bloß eine Fehleinordnung sein, oder Fehlbestückung, wie auch immer man das nennen möchte, sein. Aber ja, ich hoffe, dass es ganz schnell gefixt wird. So, weil hier drinne habe ich jetzt gerade 27 FPS. Also für eine Simulation okay. Für einen Shooter ging es gar nicht. Aber Gott sei Dank ist Notruf 112 kein, ja, wie möchte man das nennen? Kein, mal, brennst du aus dem Fenster? Nee, ne? Sieht nur so aus. Ist Notruf 112 kein Shooter. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen ein Simulationsspiel, was mir persönlich ja doch ein bisschen mehr gefällt. Deswegen gibt es heute auch schon, also am 19.03. schon die zweite Folge. Ja. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen, dass das alles funktioniert. Wir können, also ich werde am Ende des Videos, da könnt ihr super gerne hinspringen. Ich werde unter der Videobeschreibung einen Absatz machen, weil ich leider nicht weiß, wie das sonst funktioniert mit den Videounterteilungen in Abschnitten. Werde ich mein Fazit mal sagen nach 2 Tagen bzw. nach einem Tag spielen. Ja, es wird dann wahrscheinlich zu mehreren Patches auch Videos geben. Ich gebe dem Spiel jetzt so viele Chancen und ja. Also, mal gucken. Wir sehen uns jetzt gleich am Einsatzort wieder. Es dauert anscheinend ein bisschen länger. Okay, so viel länger hat es jetzt nicht gedauert. Also, wir sind jetzt um eine Kurve gefahren. Vielleicht lasse ich das auch durchgehend laufen. Aber ja, hier sind wir beim Containerbrand. Also, das brennt vor dem Container. Ne, es brennt tatsächlich auch im Container. Ja, müssen wir mal gucken. So. Ja, mach. Super. So, dann müssen wir mal den Einsatz organisieren in der taktischen Ansicht. Ich finde die super. Also, das läuft auch ganz cool. So, die Container brennen in Vollbrand. Wir sollten uns hier ein bisschen beeilen und zwar würde ich sagen, absitzen, Straße absichern, Fahrtrichtung absichern, hier. Oder müsste man Fahrspurabsicherung machen? Wir machen mal Fahrspurabsicherung. Und zwar hier. So, dann gehen wir zurück.
machen gleichzeitig eine Ortsbegehung. Dann gehen wir zur Brandbekämpfung über. Machen wir einen Löschwassereingang und einen Löschwasserabgang. Wobei, das können wir auch. Löschangriff. Das können wir auch mit der Schnellangriff. Können wir auch mit dem Schnellangriff machen. So, da würde ich sagen, öffnen die Beifahrertür. So, jetzt habe ich sie wieder geschlossen. Das machen wir richtig so. So. Gehen wieder in die Außenansicht, weil da habe ich einfach die besseren FPS. So, und gucken mal, was wir hier machen müssen. Achso, wir müssen erstmal hier den Menschen befragen. Das hier ist unsere Mülltonne. Soll ich eben den Wagen wegfahren? Ja, das wäre wahrscheinlich gut. Was? Wie, auf gar keinen Fall. Hallo? Das steht direkt neben dem Wagen. Sind Sie sicher? Der Wagen ist fast neu. Ja, bitte gehen Sie etwas zurück. Und jetzt rennt er natürlich, weg. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Aber, naja. Ist auch schwierig. So. Wir kümmern uns hier um die Wasserversorgung. Warum machen wir jetzt eigentlich keine Ortsbegehung? War so eine blöde Frage. Oder habe ich die Ortsbegehung, oder triggert das tatsächlich einfach nur danach? Okay, das wäre verbinden. So, ja, es triggert anscheinend nach und nach. Das heißt, erst machen wir hier die Löschwasserversorgung und dann... Ja, so, was muss ich jetzt nehmen? Muss ich hier hin? Sag mal, kannst du dich mal entscheiden? Auch eine andere blöde Frage. Warum machen wir denn jetzt eigentlich... Schließe das Fach mit den Pressluft... Na, aber hier. So, wie schließt man das? Nee, nicht benutzen. Was ist denn das jetzt hier? Da, schließen. Ist das anstrengend. So, Fach mit dem... Was? Fach mit Pressluftatmer. Oh, okay. Machen wir. Ist kein Ding. Cool. So. Ach so, das ist ja hier das Ding, was er... Ach so, ich verstehe. So, da können wir mal anfangen, hier diese Mülltonnen zu löschen. Was halt, wie gesagt, sehr, sehr laut ist bei mir, aber das ist eine gute Einstellung. Da vorne sieht es übel aus. Ja, hier gibt es immer noch diese Lags, die man auch aus dem ersten Teil noch kennt. Wenn man das Ganze hier löscht. Wunderschön. Hoppala. Entschuldigung, jetzt habe ich das Auto angespitzt. So, da können wir doch tatsächlich schon sagen. So, jetzt haben wir natürlich noch mal einen kleinen Fehler entdeckt. Okay. Mal gucken, wo wir Dings finden. Das ist eine Kabeltrommel. Das ist das. Brauchen wir auch nicht. Warndreieck. Rettungszylinder. Okay, wo haben wir denn hier unsere Wärmebildkamera? Haben wir die nicht hier irgendwie drauf? Wir hatten sie doch mal. Wärmebildkamera, sehr schön. Das finde ich zum Beispiel auch mega... Uppala, was war das jetzt? Das finde ich zum Beispiel auch mega schön.
Ja, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. So, sieht jetzt aus, als ob das tatsächlich ein bisschen normal wäre. Also nicht zu warm, nicht zu kalt, also eigentlich perfekt. Gut. Dann sind wir jetzt soweit durch, würde ich sagen. Guck mal, er hat sich auch dahingestellt. Also sind wir wahrscheinlich durch. Brandbekämpfung, Glutnester suchen. Ja, können wir einfach mal machen. Der wird jetzt auch nichts finden. Wir haben das eigentlich ganz gut abgelöscht. Ja. Prüfe Container versteckte Gedönse. Was? Wie jetzt? Ach so, stimmt ja. Jetzt müssen wir jetzt hier hoch. Okay, das wundert mich. Ich habe jetzt da nichts. Ich habe jetzt da nichts gesehen, aber ist in Ordnung. Benutzen, ja. Die Triggerpunkte sind ganz komisch. So, aber ich finde das cool. Das finde ich halt wirklich, wirklich cool. So. Also, dass man hier oben hin kann. Ich denke mal, man kann sogar hier den Dachwerfer benutzen. So. Sieht nicht so richtig aus. Das sieht sehr gefährlich aus. So, dann können wir hier nochmal ein bisschen drin rumstochern. Das passt so, das macht man nun mal in Mülltonnen. So, das legt man quasi dahin. So, und dann sucht man sich nochmal ein bisschen hiervon. Anscheinend habe ich es halt nicht gesehen. Aber das ist ja auch kein Problem, ne? Also. Ja, das ist halt in Ordnung, ne? Es ist nicht perfekt, aber es ist okay, glaube ich. So. Wunderschön. Da können wir jetzt sagen, wir können jetzt zusammenpacken. Das wäre jetzt eigentlich genau das, was ich mir vorstelle. Also. So, was? Okay, ja. Das machen wir. Nimm. So, lege das Ende ab und dann gehen wir aufholen. Okay. So. Okay, das war zwar noch am Fahrzeug dran, aber das wird schon so hinhauen. Das haben wir gut gemacht. So, der räumt das auf, das finde ich auch sehr schön. So. Dann muss man das schließen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Also, dass man das aufmachen muss und schließen muss, das haben sie eigentlich ganz cool gemacht. So, dann legen wir das da ab. Und warten auf weitere Anweisungen, machen nicht den gleichen Fehler wie bei unserem Tutorial. So, benutzen. Steig, 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 sondern machen halt wirklich nur das, was uns auch angesagt wird. Das wäre ja wirklich sonst ein bisschen blöd. So, ich finde das super cool. Also. Ja, dass das Ganze absolut nicht fehlerfrei ist, ist echt schade. Aber es ist cool. Gefällt mir. So, was müssen wir jetzt machen? Warum müssen wir denn das hier zu machen? So. Dann müssen wir das da unten schließen. So. Wunderschön. Also ja, wie gesagt, ich find das mega cool. So, dann können wir ja eigentlich schon sagen. Gehen wir mal auf Brandbekämpfung. Bekämpfung, dann haben wir nichts. Einsatz organisieren. So, haben wir ja eigentlich schon alles gemacht, ne?
Ich weiß es nicht, ob man jetzt vielleicht die Pol alarmieren müsste, aber das Feuer ist ja aus, also dementsprechend. Ja, und es gab jetzt bloß diesen einen Einsatz. Also gehe ich mal davon aus, dass es so in Ordnung ist. Ja, dann zum Einsatzabschluss und zum letztendlichen Fazit. Werden wir uns dann wahrscheinlich in der Wache gleich wiedersehen. Also, ja, nicht wundern. Bis gleich. So, und noch einmal zum dritten Versuch, dass ich das Ganze hier ohne Probleme aufnehmen kann. Ja, ich bin anscheinend kein Held in der Aufnahme. Ich hatte gerade eben bei dem Einsatz leider versaut, ein Feedback zu geben. Hab direkt den nächsten Einsatz gestartet. Das war jetzt nicht so sinnvoll. Und bin aber froh, dass ich das tatsächlich gemacht habe. Denn da sind mir doch die ein oder anderen Fehler jetzt auch über den Weg gelaufen, so was Performance angeht. Ich hatte einen VU3 mit eingeklemmter Person, wollte, dass die das alles rauslegen. Das haben sie auch super gemacht, die KI. Aber als dann die ersten Sachen auf der Matte lagen, ja, hatte ich so viele Lags zwischendurch. War jetzt nicht optimal. Des Weiteren hatte ich einen ganz kleinen Bug, dass der Abschluss, dass der Einsatz vorher wahrscheinlich nicht abgeschlossen worden ist. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wieso, weshalb, warum. Das war jetzt ja schon sehr, 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 sehr komisch, muss ich sagen. Aber ja, diese Kommentare hierzu sehr negativ, kann ich zum Teil bedingt zustimmen. Ich verstehe jeden, der sehr darüber verärgert ist, die 30 Euro ausgegeben zu haben, ohne Rabatt, weil irgendwie Rabatt funktioniert nicht. Selbst ich habe hier gerade kein Rabatt stehen. Ja, wie gesagt, bin ich vollkommen in Ordnung, dass man sich darüber aufregt. Ich denke mal, 15 Euro wären besser gewesen. Tatsächlich fände ich das einen sehr starken Schritt von den Entwicklern oder von Aerosoft, wenn die den Spielern vielleicht ein ganz kleines bisschen entgegenkommen würden und dann einfach mal sagen würden, okay, ihr bekommt jetzt, was weiß ich, ihr bekommt jetzt die 15 Euro wieder und ja, ihr wartet auf die nächsten Patches. Es gab auch ein Entwicklervideo, das könnt ihr ganz gerne hier auch mal nachgucken auf YouTube bei Fabian Bülow. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Da hat er das ganz gut erklärt und da haben sie auch sich entschuldigt und um sehr viel Verständnis gebeten, was ich persönlich auch sagen muss. Schaut da einfach mal rein. Das Ganze ist ein bisschen schlecht gelaufen. Ich hatte da auch einen Kommentar hinterlassen. Hier, es muss sagen, Kopf hoch. Es war ein sehr holpriger Start. Das ist einfach so, aber ich denke mal, dass aus das, was jetzt aktuell da ist, vielleicht das wirklich auch hinbekommen, dass es wieder optimal funktioniert. Ich denke mal, dass das Ganze einfach durch gewisse Zuschaltungen passiert ist und dementsprechend einige Bugs mit reingekommen sind. Ja, sowas kann tatsächlich passieren. Das haben sie ja auch selber erklärt. Und dann sage ich einfach nur mein letztendliches Fazit. Ja, es gibt Bugs, ja, es gibt Fehler, es gibt Performance-Probleme, es gibt vieles, 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 was halt eben einen gewissen Teil enttäuschend ist. Aber ich habe meinen Spaß daran. Ich werde das Spiel auch nicht zurückgeben. Nicht nur, weil ich es nicht mehr zurückgeben kann, weil ich schon 2,1 Stunden gespielt habe. Aber ja. Entwickler, Kopf hoch. Es ist ein okayes Spiel bis hierhin. Macht wirklich was da draus. Ich denke mal, bei Notruf 1121 haben sie es auch geschafft. Und ja, ich habe hier teilweise auf Facebook fast überall anders solche Kommentare oder so extreme Kommentare gelesen.
Es ist halt wirklich alles von Gut und Böse ist. Macht mich sprachlos. Und tatsächlich macht mich sowas auch traurig. Aber hey, ich würde sagen, wir schauen dann einfach mal, wie gesagt, in der nächsten Zeit rein. Es wurde gesagt, es gibt jetzt auch in den nächsten Tagen Updates. Und ich werde mir bei jedem Update, außer es sind fünf an einem Tag, einfach mal ein paar Minuten Zeit nehmen und es euch dann quasi zeigen, auch wenn es dann wahrscheinlich immer einen Tag später rauskommt. Aber ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich freue mich auf dieses Spiel. Und ja, mal gucken, was noch kommt. Die Entwickler haben gesagt, die sind jetzt schon am Arbeiten daran. Und das glaube ich denen auch. Und die haben auch schon gesagt, oder gerade ging es in dem Video darum, dass die wahrscheinlich dieses Wochenende kein Wochenende haben, obwohl sie Familie und sowas haben, ist auch vollkommen in Ordnung. So kurz vor dem Wochenende ein Release zu machen, ist ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach. Aber jetzt ist es so gekommen. Jetzt sind auch die Fehler drin. Es werden sich, keine Ahnung, 5000 Leute das Spiel gekauft haben und ich wette, ein Großteil davon wird tatsächlich sogar das Spiel schon zurückgegeben haben. Ja, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass die Entwickler nicht aufgeben, denn ja, das Spiel kann noch zu was Großem werden und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das früher oder später passieren wird. Ja, jetzt labere ich schon wieder 6 Minuten. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Labitonix. Ciao mit V.